Hier mit all den Kriminellen? Ich bin es leid. Die sind so leicht zu täuschen. Jeder glaubt, ich wäre die Gestapo, weil ich Deutscher bin. Ich wurde wegen meiner Kindheit befördert. Setz dich. Nun, wie lautet die Mission? Ich will Hoyt töten. Scheiße. Warte. Du bist Jason Brody, hä? Huh? Du hast was erledigt? Ja. Warum sagst du das nicht? Du musst abtauchen. Hoyt wird dich in 1000 Stücke reißen. Das wird nicht leicht. Du bist ein Opfer deines eigenen Erfolgs, ja? Die Einheimischen greifen Hoyt jetzt an. Er ist auf alles vorbereitet. Wir müssen seine Organisation sprengen, sonst ist sein Tod nutzlos. Aber Hoyt weiß nicht, wie du aussiehst. Aber die hier kennt er. Was denkst du? Nein. Oder doch? Alles klar. Du musst bei den Söldnern anheuern. Halt, keine Diskussion. Das wird eine Zwei-Mann-Operation. Und ich brauche dich da drin. Das Wichtigste zuerst. Dein Aussehen muss stimmen. Wie? Wir klauen eine Uniform. Die neuen Rekruten kommen per Schiff und werden an den Docks abgefertigt. Finde einen Rekruten. Dann lasse seine Leiche verschwinden. Und klaue sein Zeugs. Dann funk mich an. Und zwar auf dieser Frequenz. Hallo? Jason, hast du es auf Hoyts Insel geschafft? Ja. Du hast nun bald das Ende des Pfades erreicht. Citra ist überzeugt, dass du der mächtigste Krieger des Stammes werden wirst. Alle Tatao gehören dann dir, wenn du überlebst. Das garantiere ich. Ich wusste es, Jason. Um ins Zentrum zu gelangen, streife die Sorgen deines alten Lebens ab. Nur Citra und der Pfad dürfen bleiben. Ich weiß, was ich tue. Viel Glück. Niemand darf mich sehen, bis ich mich umgezogen habe. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Ich komme mir vor wie auf Gilligans Insel. Thank you.
Endlich kein verwanztes Dreckloch mehr. Sand und Wasser, Sand und Wasser. Überall nur Sand und Wasser. Zocke ich bloß immer alles. Hoffentlich regnet es nicht. Gib dich zu erkennen. War wohl nur ein Bild. Ich sollte einen besseren Weg finden. Jetzt ein kühles Bier. Ab jetzt nur noch Skiurlaub. Mir den Arsch ab. Hm.
Ärmel verdecken die Tattoos. Sam, ich bin soweit. Hier steht, der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster. Denk dran. Sei leichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. Heute kommt zur Inspektion seiner neuen Männer. Stellt euch alle auf zur Abnahme. Aufs Scan vorbereiten. Sauber. Hi. Nächster, na los, bewegt euch. Alles klar. Na los, geht durch. Nicht diese Insel mit den Dinosauriern. Bist du sauber? Okay, nächster. Alles gut, Foster. Psst. Brauchst du irgendwie Kohle? Fuck ja, warum bin ich sonst hier? Ein Boss von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit Hoyt? Hoyt hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Aber absolut. Okay, hör dir die Rede an. Hey, wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst... Bist du tot? Wie läuft's denn? Ah, meine rotbäckigen neuen Rekruten. Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier. Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen, wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Habe ich Heimat. Und von euch erwarte ich das auch. Also, es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Erstens, beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens, jeder Wilde wird erschossen. Drittens, alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Dann brate ich euch auf dem Grill, bis eure Haut aufplatzt wie ein Fürstchen. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz weist sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Brody. Wie geht? Uah!
Sam, ich bin gerade vom Boot runter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie töten, erwürgen, sprengen oder so. Bluffen, Jason. Einer von Hoyts Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Hoyt mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist Ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Zu der Personalliste. Kümmern wir uns um die Hauptmänner. Passt gut auf. Ein richtiges Bett, das könnte ich jetzt brauchen. Nichts. Scheißdreck! Mehr Geld. Immer noch nichts. Hoffentlich hat der Letzte was dabei. Der Mistkerl schießt auf uns!
Ich sterbe nicht! Die Liste. Aber was ist das? Notiz? Sam, ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt. Aber nichts. Die Liste war nicht da. Das ist sehr schade, ne? Ja, aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das muntert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären.